Hi und hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Go-Sondersendung, in der der Golf die Hauptrolle spielt. Zu Recht, denn kein anderes Auto hat es jemals geschafft, 40 Jahre hindurch in Österreich das meistverkaufte Auto zu sein. Uns 40 Jahre mit dem Sondermodell Rabbit zu begleiten und mindestens ebenso lange zu begeistern. Es wäre nicht Volkswagen, wenn diese Jubiläen nicht auch zelebriert würden. Allerdings VW-like, nicht protzig und laut, sondern liebevoll und leise. Das außergewöhnliche Schloss Dahlheim in Niederösterreich bildet den perfekten Rahmen für die Golf-Jubiläumsveranstaltung. Alle Golfs von allen Baureihen, von allen Generationen, von 1 bis 7 stehen da und noch ein paar wirklich extravagante Exponate. Ja, da ist ja fast logisch, dass das dem lieben Gott auch so gut gefällt, dass er die Sonne heute richtig stark und groß aufgedreht hat. Ein Moderator hat mir heute schon gefragt, warum ich so leuchtende Augen habe. Ganz einfach, weil das Herz ja wirklich da sich freut, diese Autos zu sehen. Kein Wunder, ich bin natürlich mit der Golffamilie aufgewachsen. Also mein erstes Auto war ja ein Dreier-Golf und habe dann eigentlich alle Generationen miterlebt und selber gehabt. Und fahre natürlich auch jetzt noch im Sommer immer gern den Golf R mit 310 PS. Und es macht halt einfach Spaß, den Golf zu fahren. Mit dem Golf Country, dem allradgetriebenen Kompakt-SUV, hat man 1990 eigentlich schon die Zeichen der Zeit vorauserkannt. Viel zu früh, das Auto war ein mäßiger Erfolg, hat aber die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Der Golf City Stromer, Baujahr 82, 31 PS, voll elektrisch. Nur 25 Stück wurden davon gebaut, zeigt aber ziemlich eindrucksvoll, wie revolutionär und zukunftsweisend Volkswagen mit dem Golf schon damals gedacht hat. Früher hat es geheißen, kleine Autos, weniger Komfort, weniger Sicherheit. Große Autos, mehr Komfort, mehr Sicherheit. Das ist längst anders. Beim Golf hat man alle Möglichkeiten, die die Sicherheit bietet, was die Technik bietet, Komfort bietet, in einem kleinen Auto verpackt. Wie ist das Gefühl, wenn man wieder mit so einem alten Auto techniklos unterwegs ist? Ganz ein feines Gefühl, wieder. Man fühlt sich wieder zurückversetzt, wie man selbst den Führerschein gemacht hat. Ich habe selbst noch auf Autos gelernt, wo man einen mechanischen Joker noch verwendete. Das kennt man ja heute nicht mehr. Aber es war auch eine wunderbare Zeit und man hat eigentlich meiner Meinung nach das Autofahren von Grund auf gelernt. Kriegst das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht, mit dem G60 eine Runde gefahren mit dem legendären, wie war's? Ein Klassiker, ja, das macht Spaß, weil da spürst du noch was beim Autofahren, da musst du noch richtig arbeiten. Natürlich keine Servolenkung, also richtig festhalten mit beiden Händen das Lenkrad und du hörst was vor allen Dingen noch. Das macht Spaß. Es ist halt Fahren pur, also man muss arbeiten ohne Servo, man muss wirklich noch Kraft in den Armen haben, mehr oder weniger. Und macht schon mehr Spaß, als wenn man sagt, man sitzt da jetzt in zugemüllten Autos, wo Elektronik alles macht. Macht schon sehr viel Spaß, muss ich schon sagen. Du bist schon hunderte Autos in deinem Leben gefahren, aber ich habe dich selten so grinsen gesehen. Ist selten geworden, ist wirklich selten. Ist ein großartiges Ding. Es ist Faszination, Technik, lange nicht mehr so viel Spaß in einem Auto gehabt. Ganz, ganz großartig. Was macht deiner Ansicht nach als Experte diese Golf-Kernwerte aus? Von der ersten bis zur siebten Generation, die Autos haben auch optisch eigentlich nichts miteinander zu tun und trotzdem sind alle Golfs. Sie sind immer begreifbar geblieben. Man weiß ungefähr, was das Ding tut ab den ersten Metern. Es ist zwar immer eine Erweiterung, eine Verbesserung, aber die Kernwerte sind die gleichen geblieben. Und man weiß immer, worin man sitzt und was das Fahrzeug kann und wohin es geht. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Aber es ist schon ein bisschen treu geblieben, wenn du dann anschaust, den 1er Golf oder den 6er, 7er, so gewisse Nuancen sind gleich geblieben. Aber trotzdem, ich glaube, dass man mitwächst mit der Marke, mit dem Golf, das hat der Papa gehabt, die Tante Mietze hat ihn gehabt, alle haben ihn gehabt und jetzt fährt halt jeder einen Golf und das ist einfach, das geht von Generation zu Generation weiter und mein erstes Auto war Golf, ein grüner. Die haben offenbar alles richtig gemacht, weil die Verkaufszahlen sprechen nach wie vor für sich. Das Auto ist, ja, es passt einfach. Ich bin selten mit sowas gefahren, man sitzt sich rein und alles passt. Ja, wir sind ja auch stolz drauf.
dass er die Nummer 1 ist. Ne? Der ist seit 40 Jahren die Nummer 1 in Österreich und das ist in keinem Exportmarkt der Volkswagen AG der Fall. Das ist einzigartig. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt richtig verkühle, aber an dieser Stelle muss es einfach sein. Ein kleiner Bruch im sogenannten Flow mit einer kleinen Huldigung des Größten im Automobilbusiness. Danke an dieser Stelle an Ferdinand Piëch, dem Vordenker, den Visionär, den Durchsetzer, den Boss der Bosse. Keiner konnte und kann ihm das Wasser reichen. Definitiv nicht immer angenehm, aber immer zielorientiert hat er die komplette Autobranche revolutioniert. Angefeuert und in Atem gehalten. Er macht den Golf erst richtig gut. Er setzt wie kein anderer zuvor auf Qualität. 1997 wird der vierte Golf vorgestellt mit Vollverzinkung und 12-jähriger Garantie gegen Rost. Eine Revolution. Ab 1999 macht Piëch ESP in allen Golfmodellen zur Serie, verhindert dadurch tausende Unfälle, rettet Leben. Heute eine Selbstverständlichkeit. Berühmt wird der Golf auch ob Piëchs berühmten Perfektionismus. Er nimmt sich die Spaltmaße vor und fordert eine nie dagewesene Qualität ein, die den Golf auch heute noch zum Maß aller Dinge macht. Mit seiner liebenswerten Frau Uschi an seiner Seite, die die soziale Seite auf wundervolle Art und Weise übernommen hat, waren und sind die beiden definitiv das Dreamteam der Branche. Ich finde es einfach großartig, dass man einmal so viel Jugend vor den Autos sieht, denn es ist ja Wunschtraum eines jeden Jugendlichen, entweder ein Pferd zu haben oder ein Auto. Das Auto kann man erfüllen. Einen wie Ferdinand Piëch braucht die Welt, braucht Volkswagen heute mehr denn je. Österreich ist anders, immer schon gewesen und heute immer noch spürbar. Ganz besonders im großen VW-Konzern. Denn die Jungs in Wolfsburg, die verstehen nämlich gar nicht, was es mit dem Rabbit so auf sich hat. Begonnen hat es eigentlich schon bei der Einführung des Rabbit 1978. Der Werksaußendienst ist zu uns gekommen und hat gesagt, das hat Konsequenzen. Nicht? Ihr könnt nicht ein Auto einfach umbenennen, das Schüttel vom Golf heruntergeben und dann Rabbit draufhängen. Sowas geht nicht. Ja? Und die Konsequenz war, der Rabbit ist zum erfolgreichsten Sondermodell aller Zeiten, hat sich entwickelt und wir haben in diesem Jahr den höchsten Golfmarktanteil aller Zeiten erreicht, nämlich über 10% Marktanteil. Ja, und weil mit vollen Hosen leicht stinken ist und am Ende halt nur die Zahlen zählen, ist der Rabbit seither der Inbegriff für ein hochwertiges und gut ausgestattetes Golfmodell mit perfektem Preis-Leistungs-Verhältnis. Logisch, dass auch der Rabbit 40 genau das liefert. Und natürlich auch noch mehr. Der Test. So, da ist er jetzt. Das Sondermodell, das die Zulassungszahlen 2018 wieder auf den Kopf stellen wird. Das beliebteste Sondermodell Österreichs, das beliebteste Auto Österreichs, der Golf Rabbit 40. Aufregend, unaufgeregt, ja, wie ein Golf halt so ist. Ich glaube, das große Geheimnis ist nicht nur der Golf an sich, sondern auch die Marke, was wir in Österreich 1978 schon kreiert haben, nämlich den Golf Rabbit. Das ist ja wirklich ein Sondermodell, was wirklich abgestimmt ist, immer genau auf die Bedürfnisse der Österreicher, wo im Prinzip die perfekten Sonderausstattungen drinnen sind. Und wenn man sich den Rabbit kauft, kauft eigentlich das perfekte Fahrzeug. Alle Details rund um die umfangreiche Serienausstattung des Sondermodells Rabbit 40, alle Motor- und Getriebevarianten, die Abmessungen und Gewichte, das alles findet man im Prospekt. Und genau deshalb fahren wir jetzt mit dem Rabbit 40, um Ihnen zu zeigen, was nicht im Prospekt steht. So, die ersten Meter mit dem neuen Golf Rabbit 40. Und was fällt auf, wenn man einsteigt? Es fällt nichts auf und das ist auch gut so, weil das charakterisiert den Golf schon seit Jahrzehnten. Da ist es kein modischer Schnickschnack, wo auf einmal irgendein Display aus der Armaturenlandschaft rauswächst oder irgendwelche Materialien verarbeitet werden, die 2 Jahre lässig sind und dann irgendwie ein bisschen seltsam anmuten. Nein, da ist alles genau dort und so verarbeitet, wie man sich es vorstellt. Nachhaltig, die nächsten Jahre. Allerdings in einer Qualität, und das steht nicht im Prospekt, in einer Qualität, die man ja sonst nirgends so in dieser geballten Form hat.
die Schärfe des Displays, die Bedienbarkeit, Touchscreen, das Multifunktionslenkrad. Ergonomisch ist einfach genau alles dort, wo man es erwartet, und genau das ist Golf. Und natürlich, ja, ein absolutes Highlight, zumindest für mich, das Active Info Display. Das ist modern, da kann man sich genau die Daten, die man braucht und möchte, ins Display hineinspielen. Das hat nichts mehr mit einer analogen Welt zu tun, das ist voll digital, aber sinnvoll und schön gemacht. Perfekt. Kommen wir zum wesentlichsten Punkt und wahrscheinlich auch dem Grund, warum der Rabbit in den letzten 40 Jahren das beliebteste Sondermodell Österreichs war. Natürlich die umfangreiche Serienausstattung und parallel dazu der günstige Preis. 4.681 Euro Preisvorteil sind es, wenn man das Paket so nimmt. Ja, und das kann sich sehen lassen. Immerhin hat man dann genau das, was Sinn macht, zum günstigen Preis von um 20.000 Euro. Ja, und ob es unsere Freunde im hohen Norden nun verstehen oder nicht, der Rabbit 40 wird wieder eine Erfolgsgeschichte. Der Golf auch 2018 das meistverkaufte Auto in Österreich. Ja, und es bleibt alles, wie es ist. Und das ist doch gut so. VWs Dieselskandal war echt verzichtbar und im Grunde saublöd. Hat eine weltweite Diskussion heraufbeschworen, die eine Eigendynamik entwickelt hat, die im Grunde niemand so wollte. Und ich sage, blöd gelaufen, aber im Grunde gut so. Denn der Highflyer-Konzern, nämlich Volkswagen, der nichts falsch machen konnte, hat sich neu positioniert. Ist im Wandel, lässt sich nicht feiern, sondern arbeitet härter denn je an der Zukunft der Mobilität. Ja, wir sind natürlich froh, dass wir so gut ins Jahr gestartet sind. Die Verkäufe gehen hoch. Wir haben sehr gute Auftragseingänge jetzt im Januar und Februar gehabt. Das zeigt, dass das Jahr eigentlich für die Marke Volkswagen gut begonnen hat. Umso mehr freuen wir uns hier in Genf tatsächlich unser neues Showcar zu zeigen, unseren ID Vision. Das Fahrzeug ist die vierte Edition unserer ID-Reihe. Jedes dieser Fahrzeuge zeigt ja hin oder deutet hin auf ein konkretes Fahrzeug, das wir in den Markt bringen werden. Ab 2020 beginnen mit dem ID, danach der ID Cross, der Wagen, der hinter mir zu sehen ist, danach der ID Vision und der ID Bus. Der Golf der Zukunft aus der ID-Familie bleibt jedenfalls äußerlich ein Golf. Innen wird er allerdings zum Passat. Als erster kompakter Volkswagen setzt sich der Golf der ID-Familie aus dem neu entwickelten modularen Elektrifizierungsbaukasten, kurz MEB, zusammen. Er fährt mit einer Batterieladung bis zu 600 Kilometer weit. Ja, mit dem Golf der Zukunft ist man fortan auch unterwegs zu Hause, denn über das Homenet von Volkswagen wird es möglich sein, Auto und Wohnung oder Haus zu vernetzen. Ab 2025 soll der kompakte ID dann auf Befehl auch vollautomatisiert fahren. Vorzeichen, die den Golf der Zukunft nicht nur zum Siegertyp, sondern zum absoluten Gamechanger machen. Ja, meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserer Go-Sondersendung, die ich gerne zeitlich aufs Doppelte ausgedehnt hätte. So viel gibt's zu zeigen, so viel gibt's zu sagen. Aber eines bleibt stehen. Der Golf ist der Golf, ist der Golf, ist der Golf und bleibt der Golf. Egal, wo die Reise hingeht. Nächste Woche in Go das GT-Treffen am Wörthersee, die 24 Stunden vom Nürburgring und vieles mehr. Go, das Motormagazin, powered by Turmöl. Tankbare Preise. Anger!